Bei uns poltert und hämmert es hier hinten im Hintergrund, aber das bin nicht ich und das ist auch nicht die Angelika. Hallo Angelika. Hallo. Sondern wir befinden uns am Stand sozusagen des Friseurhandwerkes auf dieser Karrierestartmesse. Die Leute, die da so hämmern und kloppen, das sind die Bauarbeiter, da gehen wir gleich noch hin. Angelika, rein zufällig wird hier links und rechts von uns richtig schwer gearbeitet. Sag uns ganz kurz, was machen die beiden hier, bevor ich sie selber frage? Das ist die Meisterin, die hat voriges Jahr abgeschlossen, hat in der Innung ihren Meister gemacht und arbeitet jetzt hier an einem Langhaarkopf und macht eine Flechtfrisur bzw. eine Steckfrisur. Wir fragen mal die hübsche Meisterin, wie die hübsche Meisterin denn heißt. Guten Morgen, hübsche Meisterin. Hallo, ich heiße Yvonne. Yvonne, noch eine Yvonne. Ja. Viele Friseurmeisterinnen heißen Yvonne, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Yvonne, wie heißt dein Modell hier? Keine Ahnung, hat keinen Namen. Ich frage dich jetzt eine ganz wichtige Sache, das wollte ich schon immer mal wissen. Ist das echt? Die Haare? Zum Teil ja. Wer gibt denn so viel Haare weg? Tja, die werden halt angefertigt. Aber hübsch ist sie. Hast du gut gemacht, Mäuschen. Wir wollen natürlich wissen, Friseurmeisterin, so jung, so hübsch, so nett und Meisterin. Wie hast du das gemacht? Erklär uns ganz kurz den Ausbildungsgang. Mein Ausbildungsgang, ich habe 2006 meine Lehre abgeschlossen. Dann habe ich ein paar Jahre Wettbewerbsfrisieren gemacht. Und was ist denn Wettbewerbsfrisieren? Wettbewerbsfrisieren, Frisieren halt zu Wettbewerben im Damenfach. Und dann habe ich halt letztes Jahr meinen Meister abgeschlossen, den ich 2008 angefangen habe. 2006 die Lehre beendet, 2008 den Meister angefangen, 2010 Meister, das heißt Friseurmeister in 4 Jahren. Irre, meine Liebe. Finde ich gut, bin ich neidisch drauf. Ich gehe mal zu deiner Kollegin, die spitzen wir jetzt mal an, dass sie auch den Meister noch macht. Du kommst mit rüber, Angelika, würde ich sagen. Und wir schauen uns mal an, was hier an diesem Köpfchen gebaut wird. Stellst du dich kurz mal vor? Ich bin die Adrienne und Lehrling im dritten Lehrjahr. Darf ich dich fragen, wie alt du bist, Adrienne? 19 Jahre alt. 19 Jahre, sieht aber junger aus. Oh, oh, oh. Adrienne, meine Liebe, du hast ja hier so was ganz Barockes gemacht. Angelika, sag uns ganz kurz, was soll sie machen und macht sie es auch richtig? Fantasie. Sie hat keinen Arbeitsauftrag jetzt gekriegt, das macht sie einfach von sich aus, was ihr gerade so in die Finger kommt. Hast du so ein Faible für barocke Frisuren oder was soll das Modell darstellen? Wir zeigen das mal auch für den Kameramann hier. Das kann sein, dass das jetzt barock ist, weil wir voriges Jahr in Niedersedlitz im Barockgarten mit frisiert haben. Niedersedlitz, Barockgarten, Wettkampf frisieren. Leute, ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, was in so einem angeblich einfachen Handwerk alles drinsteckt. Angelika, vielen Dank dafür, dass du die Zeit hattest. Wiedersehen. Und dir wünsche ich auch alles Gute. Wiedersehen. Ja? 19 Jahre ist nicht zu fassen. Super Geschichte. Tschüssi.